standhaft, Männer! Ihr dürft nie... niemals zuerst schießen! Doch wenn Sie unbedingt Krieg wollen, lasst ihn hier beginnen! Pitcairn! Auseinander, ihr Drecksrebellen! Legt die Waffen nieder und geht heim! Was zum Teufel macht ihr denn? Haltet eure Positionen! Feiglinge! Verräter! Die kommen nicht zurück. Du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Erklär mir nicht, wie ich meine. Schieß zurück! Schieß zurück! Sofort nach Concord und die anderen warnen. Zeig das dem dortigen Anführer. Der Mann hört auf den Namen James Barrett. Jetzt geh schon! Zusammenbleiben, Jungs, und Schritt halten! Na, kommt, kommt, Leute! Hilfe! Was geschieht hier? Raus! Alle Mann, flieht! Die nehmen Gefangene! Flieht! Und den alten Robert geschnappt. Wir müssen was tun. Ich habe eine Überraschung für die Hummerbuckel. Blut wurde vergossen in Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Rotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Wo ist Revere? Gefangen. Was? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situation gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemanden mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Sir! Ermannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Hör gut zu. Die Rotröcke bilden Schützenlinien. Den Schießbefehl kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlen ihr Ziel. Zu spät und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Leben. Das Signal abwarten. Vorbereiten.
vorbereiten. Los! Nicht schießen! Schieß! Wartet auf mein Signal. Das Signal abwarten. Vorbereiten! Jetzt feuern! Vorbereiten! Los! Los! Vorbereiten! Nicht schießen! Los! Feuer! Wartet auf mein Signal! Schießt! Wartet auf mein Signal. Feuer frei! Das Signal abwarten. Jetzt feuern! Macht euch bereit. Feuer! Vorbereiten. Das Signal abwarten. Jetzt feuern! Jetzt feuern! Vorbereiten! Wartet auf mein Signal. Los! Nicht schießen! Jetzt feuern! Rückzug! Rückzug! Es ist geschafft! Sie ziehen den Schwanz ein! Das muss ein Monster sein, der so etwas tut. Wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben sollten, leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen?
Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Das ist es nie. Zur Unterstützung eures glorreichen Vorhabens. Ich hoffe, ihr akzeptiert meinen aufrichtigen Dank für diesen außerordentlichen Vertrauensbeweis. Doch im Fall unglücklicher Ereignisse, die meiner Reputation schaden könnten, bitte ich die Gentlemen in diesem Raum darum zu bedenken, dass ich in aller Ernsthaftigkeit erkläre, mich dem mir anvertrauten Kommando nicht gewachsen zu fühlen. Wahrlich, ich kann mir wirklich keinen geeigneteren Mann denken. Kongress versichern, dass ich, da keine finanziellen Überlegungen mich hätten lassen können, dieses schwere Amt anzutreten. Kennen wir uns? Ich würde auch nicht erwarten, dass du dich erinnerst. Komm, Connor, ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich werde über alle meine Ausgaben Buch führen. Mir leid, dich sofort zu zerren, aber eine Prügelei ist das allerletzte, was wir jetzt brauchen können. Connor, darf ich vorstellen? Das ist unser soeben gewählter Commander-in-Chief, George Washington. Ah, du bist der, der Sam und John bei Lexington gerettet hat. Das waren allein die Patrioten. Ich habe ihnen nur geholfen. Ebenso bescheiden wie tapfer. Wir bräuchten mehr Männer wie dich. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich sollte mich lieber um Charles kümmern. Er scheint nicht sehr glücklich zu sein, dass man ihn bei der Entscheidung überging. Schön, dich kennenzulernen, Connor. Was gibt es Neues zu Pitcairn? Ich habe gehört, er zog sich nach Boston zurück, wo er von 1000 Rotröcken bewacht wird. Der einzige Weg, an ihn ranzukommen, ist, ihn herauszulocken. Zu deinem Glück starten wir eine Offensive gegen die Stadt, um genau das zu tun. Israel Putnam hat das Kommando über unsere Truppen. Wenn du ihm dies zeigst, wird er dir jede Hilfe geben, die du brauchst. Du findest ihn im Heerlager auf Bunker Hill. Du hast meinen Dank. Gern doch. Das war das Mindeste. Pitcairn ist ein gefährlicher Mann. Je eher wir ihn los sind, desto besser. Dasselbe gilt auch für Charles Lee. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die heben wir uns für später auf. Brich jetzt auf nach Boston, Connor. Eine kleine Farm an der Salisbury-Ebene. Eiskalt, wenn der Wind weht. Aber das Land ist gut und das Leben anders. Du bist immer noch hier? Ich frage mich nur, was geschieht jetzt? Es gibt eine Menge zu tun. Washington muss festlegen, wann und wo wir als nächstes zuschlagen. Und wir müssen unsere Botschaft ausarbeiten. Botschaft? Wir müssen sofort die Flugblätter kontakten, damit jeder weiß, dass die Loyalisten das Feuer in Lexington eröffnet haben. Aber niemand weiß, wer zuerst schoss. Genau deshalb müssen wir das schnell verbreiten. Wir legen die öffentliche Meinung fest. Das scheint unehrlich. Vielleicht. Na und? Das Volk muss glauben, dass wir in Notwehr handelten, sonst hätten wir Verrat begangen. Habt ihr aber. Sollen wir uns lieber einem Tyrannen beugen? Ist es das, was du vorschlägst? Nein, natürlich nicht. Niemandem sollte die Freiheit verwehrt bleiben. Trotzdem, die Wahrheit zu beugen, scheint mir ein gefährlicher Weg zu sein. Verstehe, Connor, dass dieser Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Herzen und Köpfen geführt wird. Etwas Theater kann da nicht schaden. Vor allem, wenn es Leben rettet. Soll ziemlich amüsant sein. Ich habe nur noch keins in die Finger bekommen.
Was ist dein Begehr? Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Ist nicht Bunker Hill. Nein, es ist Breeds. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengröße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Breeds ist näher an der Stadt.
aber auch viel näher an ihre Artillerie. Unsere Befehle stammen von Männern, die so weit entfernt sind, dass die Vernunft uns nötigt, nach unserem eigenen Ermessen eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich doch wenigstens die Hälfte dieses Unfugs verstanden hätte. Was gibt's da zu verstehen? Ich will sicher gehen, dass wir siegen. Was wisst ihr schon vom Siegen? Ich habe eine Wölfin in ihrem Bau mit einem Messer erlegt. Ich entkam den Kalawaka-Indianer, die mich verbrennen wollten. Und ich überlebte als Einziger, als mein Schiff bei der Schlacht von Havanna sank. Also werdet ihr verzeihen, wenn ich... Da habt ihr es. Ich gehe jetzt zum Bunker Hill. Guten Tag, Gentlemen. General Putnam. Was? Ich suche nach John Pitcher. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt wird? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Ich küsse diese Flagge, wenn ich Erfolg hatte. Und ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten.